Mundschutz, Reindeckung hoch. Ein Album wie ein Schrapnellgeschoss, schließt ab, Sex tritt wieder am Rand im Feldenschloss. Und gemein, Wut auf den Feind, bloß hungrig wie ein Schwein, so muss es sein. 16 Bars Day, jetzt mit Snagger und Pillard in der schönsten Stadt der Welt, namens Osnabrück. Ihr seid jetzt endlich zurück mit einem neuen Album, am 20.11. kommt's raus, euer zweites Album, so heißt es auch, 2. Kann man nach 2,5 Jahren Abstinenz von einem Comeback sprechen oder wäre das ein bisschen weit hergeholt? Finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich meine, ich habe zwischendurch auch noch ein Album mit Fahrt gemacht, so. Ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts gemacht haben, so, oder gar nicht unterwegs sind, wir haben noch ein paar Auftritte gehabt, so. Ist natürlich schon so, dass in den heutigen Zeiten die Leute gewöhnt sind, so sehr schnell Releases zu kriegen, so. Aber für mich sind jetzt alle zwei Jahre ein Album rauszubringen, so von einer etablierten festen Gruppe, wie wir das jetzt sind, so, finde ich eigentlich ziemlich normal. Also ich sehe das jetzt nicht als ein Comeback, sondern einfach als wieder ein Snagger-Pillard-Album so. Ich habe das Album ja vorhin schon mal kurz durchgehört. Von den 14 Tracks sind 2 etwas ruhigere dabei. Die anderen 12 sind eher Punchline-lastig. Beschreibt mal das Album aus eurer Sicht, was man genau erwarten kann vom Album, wie es aufgebaut ist und so weiter. Ist ein Album, typisches Snagger-Pillard-Album, geht sehr nach vorne. Wie gesagt, wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir nicht wie beim ersten Album so ein bisschen kreuz und quer von der Thematik sind, sondern dass wirklich sehr gefestigte, ja, Songkonzepte vielleicht nicht, aber dass wirklich jeder Song in sich stimmig ist, sodass auch die Lyrics dann nur darauf auf diesen Song abgestimmt sind und nicht, weiß ich nicht, er erzählt eine Story und da kommt da so ein Punchline-Ding rein oder irgendetwas, so, ja, von der Aufteilung her. Es sind schon Punchline-Tracks, wobei, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist das so mittlerweile, ich denk gar nicht mehr so, ich mach jetzt einen Punchline-Song oder irgendetwas so, weißt du, das ist einfach eine gewisse Atmosphäre, die der Beat dir vorgibt und dann dementsprechend rappst du da drauf, so. Aber es geht für mich jetzt nicht darum, so die allergeilsten Vergleiche und Punchlines aneinander zu heften, so, weißt du, und dann habe ich am Ende 16 Zeilen, sondern es muss einfach eine gewisse Grundstimmung sein, so, weißt du. Und ich weiß auch nicht, wer da drauf gekommen ist, irgendwie, dass die besten Parts die sind oder die besten Rapper die sind, die jetzt nur die allerkompliziertesten Vergleiche und dreimal um die Ecke und 28 Silben, so, weißt du, wer die Vergleiche hat, so, weiß ich nicht. Bei mir geht es bei Musik immer um Feeling, so, weißt du, um eine Atmosphäre, die da vermittelt wird. Und für mich sind die besten Rapper auch immer die gewesen, die eine gewisse Atmosphäre geschafft haben, so, weiß ich nicht. Ein Tupac war jetzt nicht der allerkrasseste Rapper, Techniker oder sonst irgendwas, aber der hat jetzt einfach die geilste Atmosphäre, sagen wir mal, auf dem Beat geschaffen. Jetzt nicht, dass ich mich damit vergleichen will, aber so vom Prinzip her, weißt du. Und um es abschließend zu sagen, wie gesagt, es ist ein typisches Snagger-Pillard-Album. Nicht ein Snagger-Album mit Pillard oder ein Pillard-Album mit Snagger, sondern dieses Gruppending wieder zusammen, so der Sound, der entsteht, wenn wir beide zusammen Mucke machen. So. Der Markt ist übersättigt, doch ist bitte übermächtig. Macht weg, der Sack hängt als echt über 60. Fuck Rap, es macht Peng, du fliegst übermächtig. Was denn, du hast zu rennen, wenn der Führer weg ist. Beim Durchhören ist mir außerdem aufgefallen, dass Pillard bis auf eine Ausnahme immer den ersten Part hat in den Songs. Könnt ihr mir das erklären? Ja, das ist schon fast Tradition irgendwie. Ja, bei S&P hab ich den ersten, ne? Ja, das ist der einzigste. Ja? Außer unten bei deinem Solo-Song, wer hast du auch den ersten? Bei uns ist meistens so, wir schreiben ja zu Hause, jeder für sich so, und wenn wir ins Studio kommen, dann bin ich erstmal so auf, komm, nochmal hinsetzen, noch eine Qualm, noch kein Bock, ne? Und der Pillard geht dann halt schon mal vor und dann gehe ich danach rein und dann fertig so, weißt du, wir machen halt danach nicht großartig mit rumarrangieren oder sonst irgendwas. Das sind halt ziemliche Momentaufnahmen immer und dementsprechend drückt sich das auch dann halt in den Songs aus, in der Abfolge. Ist aber jetzt kein Plan dahinter. Das Album zieht ihr ja komplett ohne Features durch. Man hätte ja wenigstens zum Beispiel Manuelsen in der Hook eventuell erwarten können oder Sido bei Asozial Lifestyle 2. Wieso ist nicht dazu gekommen? Bewusste Entscheidung von euch, oder? Ja, also wir waren schon auf jeden Fall sehr einig, dass wir, also wenn überhaupt ein oder vielleicht zwei Features, wenn aber überhaupt so. Und da stand auf jeden Fall die Idee für das Asozialen Lifestyle 2 halt mit Sigi so. Und er wollte es auch eigentlich machen, aber dann kam er da sein Album dazwischen, auch diese Popstars-Geschichte. Und dann war er da in L.A. und hat sein Album aufgenommen und so. Und dann war es am Ende jetzt einfach ein Zeitding so, weißt du. Und wir wollten jetzt halt auch nicht mehr zu lange warten, so, weißt du, auf den einen Verse. Der Song ist auch so geil, so, weißt du. Und deswegen ist es halt nicht zu dem Sido-Ding gekommen. Und dann war halt auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, komm, dann lass ganz weglassen, so, weißt du, dann machen wir gar kein Feature, weil halt nach 2 Jahren, ne, ein neues Album, da warten die Leute vielleicht auch eher auf S&P und nicht als S&P und aber trotzdem noch auf jedem Song noch Rapper X oder Y drauf, so.
das ist, glaube ich, schon das, was viele eher haben wollen. So. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen das Grundkonzept des Dings. Kurz, knapp, also im Vergleich zu anderen. Es gibt letzten Mixtapes waren mit 24 Songs, daher eher kurz mit 14, dafür aber richtig on point. 14 geile Songs, keine Features, nur S&P. Das, was halt wirklich die Fans, die wir über die Jahre erarbeitet haben so, und die wirklich drauf warten, um denen das zu geben. So, also. Definitiv. Habt ihr selbst irgendwelche Erwartungen an das Album? Ja, Feedback hoffe ich mir natürlich positiv, ne? Natürlich hoffe ich mir genauso, dass viele Leute das kaufen, aber das ist niemals so der Grundgedanke. Das ist einfach so, dass wir gesagt haben, komm, lass doch mal wieder ein Album machen so und Spaß dabei haben. So. Im Endeffekt, das ist die Erwartung, die ich an ein Snagger Pillard Album habe, ist, dass mir das auch Bock macht. So, weißt du? Und wie es dann nachher aufgenommen wird und wie es sich zum Beispiel verkauft oder was das für Trends setzt oder wie die Leute darauf reagieren, so, das ist immer zweitrangig. So. Natürlich hofft man sich immer das Beste, aber das ist nie etwas so, was jetzt im Vordergrund steht, weißt du? Wir geben hier den Sound, also Pumpe, drehen auf, Pumpe, auf, das ist der Sound. Euer Album kommt raus über das Label Ruhrpott Illegal. Könnt ihr ein paar Worte zum neuen Label sagen? Ja, ist halt ein neues Indie-Label mit halt S&P, das neue Album als erstes Release, so, gegründet von zwei, ich sag jetzt mal, Geschäftstypen, Geschäftsmännern, sag ich jetzt einfach mal. Und wir haben uns halt die Angebote, die wir hatten, jetzt über die alle angehört, so, weißt du? Und ja, war dann halt einfach so, dass das Ding, was sie uns vorgeschlagen haben, auch ein bisschen mit auf Weitsicht und perspektivisch so, halt vom die Kohle muss bei sowas stimmen, der Plan dahinter, du musst auch eine Vision haben, so, weißt du, wie das Ganze umgesetzt wird, Infrastrukturen und sowas, was halt alles dazugehört, hat uns das, obwohl die halt neu sind, doch am meisten überzeugt so und halt noch die ganze Idee halt auch ein Robot. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Label ist, wo am Ende nur Robot-Künstler drauf sein werden, so, das weiß ich nicht. Aber halt diese ganze Geschichte Robot illegal und so, hat uns einfach gefallen, überzeugt und ja, dann haben wir gesagt, scheiß drauf, machen wir es so. Weil das war ja eh die Option, wenn wir kein Label finden, so, weil nichts, was uns schmeckt, dann machen wir es halt ganz selbst, so, weißt du. Da muss ja dann aber auch bewusst sein, dass es nochmal eine ganze Ecke mehr Arbeit ist, so, weißt du. Und wir waren halt überzeugt, dass wenn wir denen die Arbeit übergeben, so, weißt du, dass die es machen, dass sie es auch gut und gewissenhaft machen und bis jetzt wurden wir da auch noch nicht enttäuscht. Hat. Komm zu mir und ich geb dir ein Gong und tritt dein Arsch, dass die Köppel von uns als Pisse rauskommen und bestimmen. Ja, ich hab den Anstand einer Sau, ich komm im Anstand, nackt aus dem Wandschrank einer Frau, der alten